einem kleinen Nordderby beginnt die Gruppe 4, ihr letzter Vorrundenspieltag. Werder Bremen gegen Hannover 96. Die Werderaner mit 3 Punkten aus 2 Spielen gestartet, allerdings gestern damit war mit 2:7 gegen Schalke 04 untergegangen. Die Hannoveraner noch mit 0 Punkten. Und jetzt mit dem ersten Tor. 1:0 Führung. Die 96er. Basim Farai mit dem Treffer. Und es ist für Hannover das erste Tor im Turnier, im dritten Spiel. So lange hat es gedauert. 0:2 gegen Schalke, 0:3 gegen Hertha. Jetzt erfolgreich. Hatten allerdings gestern auch ein großes Problem in Sachen Chancenverwertung. Die haben nicht so schlecht gespielt, wie die Ergebnisse und Zahlen das im ersten Moment vielleicht sagen. So, nächste Möglichkeit jetzt für Werder Bremen. Mert Artis, ja, gestern ein ganz auffälliger Spieler. Top-Torjäger der Werderaner. 13 Treffer gemacht. In der laufenden Saison in der Regionalliga. Nächster Schussversuch für Hannover. Wiederum von Hannovers Top-Torjäger Ili Dela. 5 Tore immerhin gemacht. Hannoveraner ja in der Niedersachsenliga aktiv. Tabelle 7er, 22 Punkte geholt. Und jetzt die Riesenmöglichkeit für Nikos Elfert. Das war fast schwerer, den nicht zu machen. Flacher Ball aus so, ja, 2-3 Metern. Nagelt den Ball gegen die Latte, statt ins Netz. Im Gegenzug, Werder Bremen jetzt vorm Tor, aber das Ganze geklärt. Wechsel bei Hannover 96, der nächste Block auf der Platte. Abschluss hier und fast das nächste Torwart. Wir haben gestern schon 2 gesehen beim VfL Osnabrück. Er war mit der Bielefeld, was? Andere Lokalmatador. Übergelegt der Ball. Und dann versucht der Abschluss von Malek Mimicevic. Ja, der zweitbeste Sportschütze. 7 Tore gemacht. Und da haben wir das Torwarttor. Robin Soyatinengrad. Gestern schon ganz offensiv dabei gewesen. Immer wieder mit nach vorne eingeschaltet. Da noch etwas glücklos. Und jetzt mit dem Treffer. So, er hat den gehabt. Das ist ein Wort. Das ist auf jeden Fall der Torwart mit den meisten Buchstaben im Namen. So wollen wir festhalten. Aber wie gesagt, gestern ganz, ganz spannenden Auftritt gelegt. Hannover das wirklich forciert hat hier. Tor auch immer wieder bis weit über die Mittellinie einzusetzen. Heute das Ganze dann deutlich erfolgreicher. Als gestern. Jetzt die Werderaner. Guter Schussversuch von Niklas Land. Und jetzt aber Malek Mimicevic, eben schon angesprochen, jetzt erfolgreich für Werder zum 1:2. Ein Drittel der Partie ist rum. Und Bremen ist zurück im Spiel.
Situation ja nach dem zweiten Spieltag. Schalke 6 Punkte, Hertha 3, Bremen 3, Hannover 0. Also, noch ganz, ganz viele Konstellationen möglich in dieser Gruppe. Ja, guter Abschlussversuch. Also, Bremen wird jetzt etwas stärker. Kommt vermehrt zu Abschlüssen. Janus Schneider, auch er gestern ganz auffälliger Akteur. Lebensnummer 7. Der Nationalspieler bei der U16. Hannover wieder am Ball. So, das geht jetzt die 3 gegen 2 Überzahl. Klasse quergelegt. Jetzt der Ball und den hat er ganz genau reingesetzt. Marek Mimicevic, Doppelpack in diesem Spiel. Draußen, wie gesagt, zweiterfolgreichster Torschütze der Werderaner. 7 Saisontreffer und auch hier hört er sein Torkonto. Hannover im Gegenzug. Also von 0-2 auf 2-2 gedreht. 8 Minuten haben wir noch. Hannover wieder mit dem offensiven Torwart dabei. Klasse 1 gegen 1 jetzt. Abschluss. Oh, fantastisch gerettet. Jan-Erik Kranzmeier. Starke Fußabwehr da. Eckball für Hannover 96. Und wieder gut verteidigt. Jetzt zur Stelle. Umschaltmoment für Werder. Schussposition. Nice, wieder. Robin Zoriati den Grad. Beide Mannschaften schenken sich hier nichts. Deutlich mehr Feuer drin, deutlich mehr Intensität als im Spiel davor. So, immer wieder das 1 gegen 1 in den Duellen hier. Bremen geht jetzt wieder ins 3-1-System. Ist der Schussversuch aber zu hoch angesetzt. Beide Vereine ja mit einer prominenten Liste an Spielern, die hier schon aktiv waren. Bei Hannover 96 natürlich sticht da der Weltmeister raus, Per Mertesacker. Konstantin Rausch war hier, Marc Halzenberg, der Profi von Leipzig zum Beispiel. Also es gab noch viele, viele mehr. Aber auch Werder Bremen hat Dennis Diekmeyer dabei, Niklas Füllkrug, Kevin Schindler war hier, Lewind, Aicicek, Felix Wiedwald, gestern da reingekommen für den des Feldes verwiesenen Jaroslav Brobny. Timo Pertl von Bochum war hier. Also jede Menge Namen. Das ist ein Schussversuch hier. Es bleibt beim 2-2. Jetzt der Lupfer und der Ball im Tor. Wasim Faraj. Ganz gefühlvoll. 3-2 Hannover. Ja, 4 Sekunden waren schon um. Deswegen Freistoß
für Werder Bremen. Oh, 2 Minuten Zeitstrafe gibt es für Luis Pozanski. Überzahl und ein Toreführung jetzt für Hannover 96. So, jetzt bin ich gespannt. Gestern, das war zu beobachten, wurde es ganz selten mal gut ausgespielt, so eine Überzahl. Und viel mit Gewalt. Schauen wir, wie Hannover 96 die Situation löst. Jetzt mit dem offensiven Torwart und Dödi eine doppelte Überzahl. Wir sehen es jetzt, alle Spieler in der Hälfte der Werderaner. So, jetzt muss man es einfach ganz geduldig ausspielen. Die Lücke irgendwann suchen, das hat jetzt ein bisschen was von Handball. Ist man in dieser Halle ja auch gewöhnt. Durch hohes Spieltempo. So, dann einfach drauf zu schießen, macht dann wenig Sinn. Gerade die Abpraller, auch eine Kontereinladung für die Unterzahlmannschaft. Also Ballkontrolle, dafür schnelles Passspiel, hoher Passdruck. Um dann den richtigen Moment zu finden, in die Lücke zu spielen. Wieder Gewaltschuss, wieder Ballbesitz für Werder. Der lange Abwurf auf Mert Artis und der Kapelle halten. Und der hält Bälle. Das Spiel läuft jetzt aber weiter. Geht Kehle. Noch Passoption muss es jetzt geben. Bremen macht das natürlich auch gut. Bildet ein Abwehrdreieck. Die beiden Stürmer jetzt. Das war mal gut durchgespielt. Und vollendet. So muss man Überzahl spielen. 4-2. Torschütze Daniel Stojanov. Genau das ist es nämlich. Breit aufgestellt. Hohes Passtempo gehabt. Und irgendwann ergibt sich eine Lücke. Das geht gar nicht anders. Bremen jetzt wieder komplett nach Gegentor, darf aufgefüllt werden. Oh, starke Ballmann unter 1 gegen 1. Über mehrere Meter. Niklas Nanta. Klassische Ballbehandlung. Und wieder hohes Tempo. Ball wieder bei Robin. Sorry, hat ihn nicht gehabt. Jetzt wieder ins 1 gegen 1 geht. 4 Sekunden waren abgelaufen. Ja. 1:14 auf der Uhr, 2 Tore für Hannover 96. Es wäre, wie gesagt, der erste Dreier für die 96er. Kurze Ermahnung noch an den Keeper. Roten. Oh, Foulspiel da, genau. Richtige Entscheidung. Also Bremen muss so in den nächsten 40 Sekunden treffen, damit die nochmal richtig Musik rankommt. Ist jetzt angehalten. Keanu Schneider
wenn der nochmal so viel Maß nimmt. Das war überlegt gemacht. Jetzt der Abschluss, knapp daneben. Schneider eigentlich gut gelöst, die Situation. Nicht blind aufgedroschen, sondern den ganzen Platz verschafft. So, wir gehen in die letzten 60 Sekunden. Das Ding ist noch nicht entschieden. Zwei Tore in der Halle sind innerhalb weniger Sekunden möglich. Klasse zurückgelegt. Konter läuft jetzt hier über 96. Bremer Ball. Nochmal stark zurückgelegt. Das ist Schneider. Hannover macht das jetzt gut. Verteidiger sehr wach. Gibt wenig Lücken. Wieder Ballbesitz 96. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Das muss es jetzt langsam gewesen sein. Die entscheidende Parade von Robin. Soria hat den Grad. Also 24 Sekunden. Jetzt wird es sportlich für den SV Werder. Freistoß nochmal. 17 Sekunden auf der Uhr. Aber das wird nicht mehr reichen. Hannover 96 wird den ersten Dreier einfahren. Nachdem die in zwei Spielen noch gar nicht getroffen haben. Jetzt vier Tore für die 96er. Direkter Schussversuch. Auch der wieder abgeblockt. Hannover schmeißt sich da jetzt mit Mann und Maus in die Bälle rein. Die wollen kein Tor mehr zulassen. 9 Sekunden noch auf der Uhr. Nochmal Ballbesitz 96. Nochmal der lange Ball. Eine Sekunde, das war's. Glückwunsch nach Hannover. Erster Sieg im Turnier. Weiter geht's gleich mit Gruppe 4. Das vorletzte Gruppenspiel ist beendet. Der SV Werder Bremen, präsentiert vom Marktkauf Lübbecke.